Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, wir gucken uns heute ein bisschen alten Rage von mir an. Ich habe euch ja letztes Mal schon ein bisschen Rage gezeigt, das war aber relativ, ja, das war ja nur Nuketown bezogen, weil Nuketown da frisch rauskam. Und jetzt habe ich mir ein bisschen was rausgesucht und hier hinten stehen immer Flaschen und ihr sagt immer, das ist Schleichwerbung. Meine Antwort dazu ist einfach nur, ja, war das lustig, Leute? Lasst mal ein Like da. Digga, Spaß. Leute, wir gucken uns ein bisschen alten Rage an und ich habe noch eine Compilation gefunden aus verschiedenen Sachen von früher. Aber erstmal habe ich Bock auf Rage. Ich würde sagen, da fackeln wir gar nicht lange rum, sondern hören uns einfach mal rein, was ich hier so geraged habe. Weil ich in der ersten Runde zweimal vor Blackbeard gestorben bin. Es war nicht geplant, dass ich diese Stelle angemacht habe. Übrigens, das waren auch die Videos damals, da das Gameplay noch nicht zu dem Rage gepasst. Also wir müssen einfach nur zuhören und genießen. Und das war hier, guck mal, das Video ist vom 29.03.2013. Das ist bald 6 Jahre her. Klar, das du, Mann. Warte, ich höre an die Frage. Geil, Fabi! Bitte, wie kann man so ein Opfer sein? Er sitzt zu Hause in seinem Zimmer als 19-jährige Jungfrau und sagt: Sein das? Nein. Nein, 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 Blitzschlag, ein Fabi! Mann! Ey, das ist doch ein Witz, Mann! Keiner hat so viel Pain! Ey, es ist gut, Digga, shit. Ey, dieses Ey, das war einfach so, das war so, mein Main Rage bestand immer aus diesem Ey. Digga, das fuckt so heftig ab, das zu hören. Wieder ein Fabi! Mann, was hab ich denn falsch gemacht, Mann? Shit. Was? Ey, du bist so ein Hurensohn! Geil, Mann. Wieder! Ihr müsst wissen, damals. Ja, das war jetzt nicht ich, das war Gandalf, der jetzt gleich Rage, also damals hieß er noch Gandalf, deswegen sage ich jetzt Gandalf. Ihr müsst wissen, damals hat man noch Skype-Konferenzen aufgenommen und davon habe ich, glaube ich, sogar noch welche auf dem PC. Also so lustig, ganz andere Welt als heute mit Discord und so. Damit das war, Mann, das ist doch nicht mehr normal! Ich suche auch meine Stellen. Er ist gequittet, Mann, nee, das war doch die perfekte Lobby! Müssen wir die Hausaufgaben. Digga, wie kann man so heulen? Hab ich ein Loch. Oh Gott, Mann, da sind zwei am Kämpfen! Nick, das ist hier die Legende. I am born! Guess. Guck, wie die durchdrehen. Das war damals unser Leben, ey. Das war einfach unser Leben. Geil, Alter. Und es ist nicht schön! Leute, das ist richtig dumm. Er gibt mir! Mit der Macht 1! Ein Vorbital! Digga! Ey, meine Fresse, mehr Pech geht gar nicht! Skype Recorder enabled. Okay. Ey, dieses Scheißspiel! Ich mein, okay. Scheiß SM! Ich pack's nicht mehr jetzt. Nein, 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 nein! Hast du ein Blackbird? Oh, Mann, nein! Weil ich glaube erstmal von den Jungs gerade. Aber doch, da heule ich auch. Es ist mein ganz schlimmes Heulen, glaube ich. Das sind feindliche! Okay, genau. Die Story dazu. Damals war für mich ein 100-Plus-Gameplay unmöglich. Und ich weiß, ich weiß sogar noch genau, wo ich war auf der Map. Es war sogar lustigerweise hier in diesem Haus bei Raid. Nicht in dieser Runde hier, wie gesagt. Das Gameplay hat mit dem Sound nichts zu tun. Und dann habe ich einen Hund geholt. Und meine Reaktion darauf ist eine der schlimmsten, die ich jemals hatte. Viel Spaß. Die haben Hunde schon. Das sind feindliche Hunde! Was? 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 Ich hab Blackbird erspielt in der Zeit, in der Hunde erspielt hat. Wie geht das überhaupt, Mann? Aber wenn ihr jetzt denkt, ich beruhige mich jetzt. Nein, nein, nein. Ich bin wieder so gut gewesen, Mann. Ich hab so ein Pech, Mann. Das ist doch nicht normal. Es wird noch schlimmer jetzt. Da waren andere Leute mit in Skype, okay? Das war nicht irgendwie eine Aufnahme für mich. Ey, wo hat der seine dreckigen Salzköter her? Wo hat er die her? Was hast du mal nicht erspielt in deinem Leben?
Dann kann ich so ein Psychopath sein. Ja, das ist doch nicht mehr normal. Ich sehe es nicht, ich sehe nicht, was auf mich. Okay. Okay, okay, okay. Wir beruhigen uns. Wir gucken uns das hier. Best of Marcel Scorpion, Ausraster, Emotionen. Das geht 16 Minuten. Das hat auch voll viele Klicks. Ich habe das Video aber noch nie gesehen. Ich habe es auch nicht kommentiert oder so. Ich bin einfach mal gespannt. Okay, das war mein erstes Video. Wir können uns das ganz reinziehen. Da ist halt nicht nur Rage drin, Leute. Ist halt dann nicht nur Rage. So, wir können ja gucken, ob wir Rage-Stellen finden. Sonst ist hier auch viel Real Life drin, glaube ich. Gucken, ob wir hier irgendeinen Rage finden. Der hat eher so ein bisschen YouTube zusammengefasst. Ah ja, ah ja, sehr schön. Hier ist Rage. Sehr gut. Nuketown kennen wir auswendig. Oh, warte, nein. Oh, das war so schlimm, ne? Da war mein Kumpel Jermaine bei mir und ich wollte noch kurz ein Video recorden. Ihr seht, was passiert. Es ist so behindert, ne? Einige haben geschrieben, das ist fake. Wahrscheinlich mache ich aus Fake meinen Scuff-Controller kaputt. Ich war so abgefuckt. Wie kann jemand einen Geist haben, der 8 zu 9 steht, Digga? Oha, das ist ein Video, daran, das weiß ich noch, das war richtig witzig, aber ich habe noch nie Highlights davon gesehen. Geil. Danke an Pollux Gaming. Bester Mann. Okay, gucken wir mal rein. Okay, jetzt machen wir einmal, wie ich einen Scuff schmeiße. Marcel ist ruhig. Nein! Wie kann jemand einen Geist haben, der 8 zu 9 steht, Digga? Ich finde, das ist eine philosophisch wichtige Frage. Hat ihm seine Mutter in die Brotdose getan, oder was? Nuketown-Herrschaft. Ja, ja, Digga, ja. Welcher Rekrutbot will Nuketown-Geleitschutz spielen? Nein. Als ob es gekommen Nein. ist. Hier ist sowieso so gefährlich. Oh. Was ist this moment? Ah, das habe ich, das weiß ich noch. Ach, halt dein Maul. Ah, oh Gott. Nein, ich fick euch alle tot. Armaner Such. Mein altes Zimmer noch, Alter. Noch, wo es noch nicht mal, wo ich noch nicht mal meine Sachen drüben hatte. In diesem Zimmer, das sah aus wie ein 1950 Zimmer. Ich muss Tabletten nehmen, Leute. Ich muss Tabletten nehmen. Warum? Warum Tabletten? Weil man den Hass sogar im Bein spürt. Haselnuss 15 ist in dieser Lobby. Wie saß er da bitte? Eines Tages zu Hause. Mutter hat mir endlich eine PS4 geschenkt. Ich nenne mich Haselnuss 15, Digga. Aber jetzt mal Real Talk. Es gibt Leute, da frage ich mich so. Why did you do this, mate? Ich möchte, dass du dir genau vorstellst, du joinst in eine Runde, wählst deine Waffe, bist bereit für den Kampf. Ach ja, das war dieser Spawn. Dann passiert das hier. Ich hab eine halbe... Guck mal, wie sicher der sich war. Das war der schlimmste Start in eine COD-Runde meines Lebens. Ich schwör's euch, wenn ich ein einziges Mal durch Headshot Queen 76 sterbe... Da ist die Headshot Queen. Gut, dass es kein Headshot war. Wow, GG. Ja, und dann kommt er, hat das... Guck mal sein Visier an, Digga! Aber halt aus der Hüfte, wie er mich geholt hat. Was ist das, Alter? Nein, du bist... Oh Gott! Oh ja, hier, das ist ein geiles Video gewesen. Bis zum nächsten Mal. Mann! Oh mein Das ist das 1.8-Video. Bereit zur Jagd? Bist du schwul oder was? Komm her, Mann. Übrigens habe ich natürlich nichts gegen sämtliche Sexualitäten, das war damals Rage, Marcel. Yes! Das war das Video, nachdem ich die Tür kaputt geboxt habe hinter mir. Und es hat die Vermietung, das ist sehr lustig, die Vermietung hat es nicht gemerkt, als wir ausgezogen sind, habe ich die Tür die ganze Zeit so offen gehalten. Und quasi, wenn ihr das hier seht, also die, quasi das Loch war hier und es war dann direkt, also wenn die Tür halt offen ist, ist das Loch die ganze Zeit in der Wand gewesen, hat die es nicht gemerkt, dann musste ich die Tür nicht bezahlen, ne? Sherlock Scorpion. Mann! 1.8, das ist das. 1.8! Guck mal, 1.8, wie ich es schreie, weil ich es nicht ertragen kann. Yes. Mit meinem schiefen Zahn damals. Mann! Erst war das, wie sich das so anhört. Mann! 1.8! Mann, es nervt! Ey, Mann, ich hab keinen Bock!
Ey, meine Fresse, Alter! Er meldet mich fast noch. Ey, was ist denn das? Mir reicht es gleich! Richtiger Trigger. Was hat er sonst? Ich werde einige Zeit brauchen, mal gucken, wie lange. Ah, okay, hier sind so diese Sachen, so ein paar Pranks hier mit Anton, hier mein kleiner Track, dann Rage. Oh ey, das ist wirklich einer der krassen Momente, den müssen wir uns nochmal anschauen. Wer das von damals nicht kennt, ach ja, lustig, Sweezy kommt heute zu mir, wir feiern meinen Geburtstag rein, ich habe morgen Geburtstag, also am 17. Sweezy, Aimbrot und ich sind zu einem Spiel von Julian, der auch damals mit uns in Impact war, gefahren. Das war sogar noch bevor wir Impact gegründet haben hier. Da kannten sich Sweezy und Max zum Beispiel noch gar nicht. Und ich kannte Julian, weil wir immer voll viel mit dem gezockt haben. Und ich kriege Gänsehaut, das ist fast 3 Jahre her. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Auf jeden Fall sind wir dann mit einer 4,5-stündigen Autofahrt zu unserem Kollegen Julian gefahren, den ich mittlerweile natürlich auch in Real Life schon 1000 Mal getroffen habe. Und dann kam es nicht nur so, dass sein Spiel ins Elfmeterschießen gekommen ist. Nein, er hat sogar den finalen Elfmeter auf dem Fuß. Und da, das ist... Es gibt wirklich Elfmeterschießen. Macht Julian schießt, oh mein Gott, Julian kann den Sieg holen. Das war zu krass, als wir das gecheckt haben. Er wird schießen auch noch. Er wird schießen. Julian kann den Sieg holen. Das ändert sich ja doch nochmal alles hier. Julian hier zum letzten Elfmeter. Und er wusste auch 100%, dass ich das filme. Wenn Julian jetzt trifft, Leute, das ist ja so unglaublich, wenn Julian jetzt trifft. Haben sie das Derby gewonnen. Wie der scheiß gegnerische Torwart ihm den Ball hinwirft. Da hätte ich direkt rot für gegeben. Was ist das? Den haben wir danach noch bei KFC getroffen. Da kam sogar Mr. Gamer Pros zufällig rein. Nee, Burger King war. Guck mal, was ist das? Leute, das ist ja so unglaublich, wenn Julian jetzt trifft. Schiri steht da. Ich hätte gesagt, Digga, das kannst du nicht machen. Und es war auch noch ein Derby, das Spiel. Wir sind einen Tag davor bei Zelos rausgeflogen damals. Trifft, dann kriegt das Video 80.000 Likes. Ich bin so am Zittern. Und er macht ihn sogar, Digga. Das ist so krass. Ohne Witz, das ist so heftig. Jawohl! Guck mal, wie geil das ist, Digga. Guck mal, wie er die Kraft noch hat. Das ist so heftig, dass das auch noch auf Kamera war, Digga. Ach ja, Leute, das hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, so ein bisschen mit Rage und so in die Vergangenheit zu schauen. Wir können auf jeden Fall noch eine Folge machen. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich mal wieder Back am Start war, ich bin haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.